Herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Und ich muss jetzt dazu sagen, das war eigentlich gar nicht geplant. Das ist durch einen komischen Zufall zustande gekommen, weil ich war gestern auf der Suche nach etwas. Und während ich auf der Suche war und auch fündig wurde, ist mir aufgefallen, dass man das wahrscheinlich auch ganz gut irgendwie für sein Marketing einsetzen könnte. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Es war gestern so, ich verspürte plötzlich seit ewiger Zeit wieder mal die Lust, irgendwie ein Online-Game zu spielen. Oder ich komme noch aus dieser Ära, ich hatte den ersten Gameboy, den es überhaupt gab. Das ist, glaube ich, jetzt 20 Jahre her, wenn nicht noch ein bisschen länger. Und so einen Super Nintendo und so weiter hatte ich zwar, aber ich war nie so richtig der Gamer-Typ. Ich habe keine Ahnung, was heutzutage in ist. Irgendwie PlayStation 3 ist mir ein Begriff. Aber ich bin überhaupt kein Spieler mehr. Ich kenne noch Street Fighter 2 und solche Dinge. 3D habe ich überhaupt noch nie gespielt. Auf jeden Fall komme ich überhaupt nicht aus diesem Bereich. Aber gestern hatte ich mal wieder Lust, irgendein altes Spiel zu spielen und habe mir gedacht, jetzt gucke ich mal, ob online irgendwo sowas zu erhalten ist, und ich habe eingegeben Free Online Games einfach bei Google und habe mal geschaut, was da Google so ausspuckt, und ich war wirklich ganz überrascht, dass viele Ergebnisse hier gezeigt wurden. Und jetzt komme ich zu dem, worüber ich jetzt eigentlich dieses Video mache. Ich kam auf diese Seite hier, nämlich freeonlinegames.com. Habe ich gesehen, okay, da gibt es jetzt viele solche kleinen Spiele. Da hat man hier rüben diese Kategorien, die man aussuchen kann. Ich bin dann auf Sport gegangen. Dann kommt man auf den Sportbereich, hier sieht man alles. Da gibt es Baseball, Leichtathletik, Fußball, Tennis habe ich auch gesehen. Dann kann man hier rein Elfmeterschießen und solche Dinge. Und diese Bereiche hier drüben, da gibt es eigentlich in jeder Kategorie irgendwas. Fighting, Animals, Racing, Krieg, was gibt es denn hier noch? Physics, Puzzle, Shooting. Da gibt es die verschiedensten Bereiche, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und darauf komme ich jetzt dann gleich zurück. Also ich habe es gestern dann so gemacht, ich bin einfach auf dieses Penalty-Schießen gegangen. Klicke ich jetzt drauf. Das ist wirklich ganz einfach. Und dann geht das Spiel hier schon los. Das ladet. Okay, dann kann man das hier spielen. Sie sehen, es geht los. Wenn ich hier auf Play drücke, dann komme ich gleich in so ein Auswahlfenster und so weiter. Das mache ich jetzt allerdings nicht. Denn der Punkt, warum ich das Video jetzt mache, der kommt jetzt. Als ich hier noch weiter runter gescrollt bin, so rein durch Zufall, lese ich hier unten Embed this game. Das heißt, betten Sie dieses Spiel ein. Und das ist ein Codeschnipsel wie bei einem YouTube-Video. Und ich habe mir dann das auf der Seite angesehen. Man darf diese Spiele, wie sie hier sind, auf einer Webseite einbetten. Die haben da überhaupt nichts dagegen. Da kommt zwar Werbung drinnen vor in diesem Video, aber stört mich eigentlich nicht. Ich habe es dann versucht und das ist wirklich ganz fantastisch. Sie klicken einfach hier rein, kopieren diesen ganzen Code. Dann gehe ich jetzt auf meinen WordPress-Blog, den habe ich jetzt hier schon geöffnet. Geht's einfach hier rein auf, ja, hier stelle ich jetzt sogar mal eine Seite, nur mal zu Ideenzwecken. Ich zeige Ihnen, wie das aussieht. Ich erstelle eine Seite, die nenne ich jetzt Elfmeter Schießen gratis, schreibe ich groß. Entschuldigung. Jetzt füge ich hier einfach diesen HTML-Code ein, den ich mir zwischengespeichert habe. Klicke auf Speichern und auf Vorschau. So sieht dieser Post aus und Sie sehen, ich habe hier, es ladet noch ein bisschen, braucht eine Zeit lang, heute eine schlechte Internetverbindung. Es dreht sich und dreht sich. So, aber jetzt ist es da. Ich habe das Spiel hier eingebettet. Absolut unglaublich. Ich meine, man könnte das jetzt noch natürlich
von der Abmessung. Da ist ja so ein Code vorgegeben. Man könnte die Abmessung jetzt noch verändern, dass es wirklich perfekt hier eingebettet ist. Dann greift es so ein bisschen in dieses Widget rüber. Aber ich möchte jetzt hier nur zeigen, dass das funktioniert. Und Sie sehen, ich kann dieses Spiel jetzt hier auf meinem Blog spielen. Das kann ich veröffentlichen und alles weitere. Ich mache das jetzt aber nicht, weil ich mit Fußball eigentlich nichts am Hut habe auf meinem Blog. Ich gehe jetzt wieder raus und ich werde diesen Blog, also diese Seite auch nicht veröffentlichen. Aber die Idee ist mir gekommen, vielleicht ist es hilfreich, wenn Sie einen Blog haben oder eine Webseite zu irgendeinem Thema und Sie finden hier ein kostenloses Spiel. Das ist vielleicht ein tolles Zuckerl, sagen wir in Österreich, dass man einfach auch für seine Besucher so ein Spiel anbietet, wo man mal kurz, auch wenn es nur 5 Minuten ist, mal kurz spielt und ein bisschen Spaß hat. Vielleicht ist das irgendwie eine mentale Bindung auch dann zu Ihrer Webseite für Ihren Besucher. Ist nur so eine Idee von mir. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das hilfreich. Ist wirklich klasse. Und ja, ich meine, man hat dann hier immer ein bisschen Werbung drinnen. Zum Beispiel dieses Fog. Das dürfte irgendwie eine Firma sein, die hier damit etwas zu tun hat. Man könnte diese Spiele dann auch kaufen. Das heißt, dass alle Werbung entfernt wird. Da geht es aber dann wirklich über 1000 Dollar raus. Weiß nicht, ob das notwendig ist, aber diese Option gibt es auch. Dann ist das wirklich auf sich gebrandet, ohne Fremdwerbung. Ja, und das war es jetzt eigentlich zu diesem Video. War nur so eine Idee von mir. Sie können einfach irgend so ein Spiel, wenn Sie das möchten, auf Ihren Blog einbinden. Vielleicht bringt es etwas, vielleicht auch nicht. Aber das für mich war das interessant, dass das möglich ist. Das war's zu diesem Video. Die Seite ist freeonlinegames.com. Sie sehen sie ja auch jetzt hier eingeblendet. Und ja, versuchen Sie es einfach. Wiedersehen.